Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wo ist Rufus? Na, wo ist Rufus denn? Da ist Rufus. So, nach einer längeren Aufnahmepause bin ich auch wieder am Start und mach mal schön weiter hier mit dem Chaos auf Deponia. Ich weiß gar nicht, wo wir zuletzt stehen geblieben sind. Ich meine aber, wir haben uns hier auf dem Marktplatz noch gar nicht umgesehen. Stimmt, die Goal ist immer noch in der Kneipe. Ja. Gehen wir mal zum Apotheker. Lass mal gucken. Ach, hier gibt's echt nur die Ausgänge und der Apotheker. Okay. Rohrweiche. Das rote Rohr führt in Richtung Klein-Venedig. Das grüne ins Herz des Industriegebietes. Und das gelbe in diese dunkle Gasse da. Mhm, dunkle Gasse. Waren wir da schon? Mal gleich schauen. Ah, okay, von grün zu grün zu gelb ist jetzt von gelb zu rot, okay. Cool, eine frei zugängliche Tonne mit abgelaufenen Medikamenten. Ja, nimm doch mit. Abgelaufene Beruhigungspillen. Besser als nichts. Ja, ne? Apotheker. Jemand sollte dem armen Teufel mal sagen, dass Punkte mittlerweile voll out sind. Ach, der ist blind. Okay, okay. Was? Wo? Was verkaufst du hier? Wonach sieht es denn aus? Tja. Nein, im Ernst. Wonach sieht es aus? Ich bin blind, weißt du? Ich sehe hauptsächlich bewusstseinsverändernde Substanzen, illegale Drogen und fragwürdige Medikamente. Puh. Dann ist ja alles in Ordnung. Das hier ist mein Drugstore. Scheinbar. Was kann ich für dich tun? Ja, ein guten Zeug, Junge. Ich würde gerne was kaufen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Was soll's denn sein? Ein Plus für Heiltrank. Also eine Flasche hinten, hast du Beruhigungspillen, gibt's irgendwas umsonst? Ja, Plus 5 Heiltrank, wenn ich schlecht. Ich hätte gerne einen Plus 5 Heiltrank. Die sind leider alle, aber ich hätte etwas Gegengift im Angebot. Nee, lass mal, dann spare ich lieber. Nehme ich, hallo, wenn umsonst ist. Was ist in der Flasche da hinten? Unverdünntes Ethanol mit Frostschutzmittel. Schmeckt eigentlich ganz okay. Ich habe das früher oft getrunken, aber irgendwann habe ich die Flasche nicht mehr gefunden. Wie steht doch da hinten? Hast du Beruhigungspillen? Ja, aber nur auf Rezept. Doch, ich hab hier ein Rezept. Das ist kein Rezept. Das ist ein abgerissener Knopf von deinem Mantel. Bist du dir da ganz sicher? Hör mal, ich mag blind sein, aber ich bin nicht blöd. Das kann man so oder so sehen. Ist irgendwas umsonst? Nicht wirklich. Das Einzige, was ich dir anbieten könnte, wäre das Probeexemplar von diesem neuen Gewächs. Es enthält diverse, bewusstseinsverändernde Substanzen, die noch niemals an Menschen getestet wurden. Höchst gefährlich. Absolut illegal. Und die möglichen Nebenwirkungen sind genauso unaussprechlich wie unvorhersehbar. Aber es ist umsonst. Ja schon, aber... Na dann her damit. Nicht so schnell. Die Cucumis Agnitio gibt es nur im Austausch gegen einen Gratis-Coupon. Cucumis Agnitio. Die Gurke der Erkenntnis. Der Wirkstoff liegt in ihrem Saft. Leider ist die Schale sehr hart. Harte Schale, gefährlicher Inhalt, unvorhersehbare Nebenwirkungen. Wie bei mir. Cucumis Agnitio. Ja, die will ich haben, Alter. Aber, okay, anscheinend nur gegen ein gratis Coupon. Für mich erstmal gar nichts. Jeder das, was er verdient. Wo kriege ich denn ein gratis Coupon her? Ich bin neu hier. Gibt's hier irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder so? Sehr lustig. Falls du es noch nicht bemerkt hast, ich bin blind. Nobody is perfect. Nobody but me. Nobody knows this evil I see. Genau, der Text geht. Du bist blind? Wie kommt's? Sagen wir es einfach mal so. Es ist zu spät, sich anzugewöhnen, die Beipackzettel zu lesen. Okay. Von hier aus hat man einen guten Überblick über den Marktplatz. Ah, das erklärt eine Menge der Geräusche, die ich in letzter Zeit so höre. Was gibt's denn zu hören? Irgendwelche Neuigkeiten oder Gerüchte? Tja, da muss ich dich wohl enttäuschen. Diese rhythmische Hintergrundmusik übertönt alles. Außer die gelegentlichen Jubelrufe aus Richtung der Arena. Hä, welche Arena? Welche Hintergrundmusik? Warst du kürzlich in Bellevue? Lustig. Hä?
Verstehe ich nicht. Diese Musik ist mir auch schon aufgefallen. Ich wünschte, man könnte sie einfach irgendwie ausschalten. Mir ist nämlich das Ohrwurmspray ausgegangen. Warte mal, was ist denn das? Haha. Was hat es mit dieser Arena auf sich? Das wüsste ich auch gerne. Ich weiß nur, dass es eine kesselförmige Vertiefung in der Mitte des Marktplatzes ist. Dort findet irgendeine Art sportlicher Wettkampf statt. Soweit ich weiß, hat es mit Schnabeltieren zu tun. Und mit Wasser. Mit Wasser? Schnabeltierkämpfe. Ja, zum Glück haben sie inzwischen ein Geländer um die Arena gebaut. Buh, Kuckuck. Verschwinde. Das war jetzt unerwartet. Warte mal, was ist denn das? Haha. Wir sehen uns. Aber warte. Nicht nur für dich. Hintergrundmusik. Das jetzt klappt, Alter. Ich mach die erstmal leiser. 5. Guck, was dann passiert. Was? Wo? Krass. Ich hab die Musik ausgestellt. Wow, danke vielmals. Wie auch immer du das angestellt hast. Ja, und jetzt? Wir sehen krieg ich uns. Was dafür? Sprich nur. Krieg ich jetzt was dafür? Mach ich's wieder an. Was sind wir die nur 5? Mach jetzt mal richtig laut. Was? Wo? Na, wir sehen okay. uns. Sprich nur für dich. Okay, machen wir die halt dann wieder ein bisschen leiser. So, ja, 50. Ja, 45. Das sollte reichen. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Da. So. Apotheke vor Docs Werkstatt. Was immer Bellevue? Was soll das denn? Ein Gitter? Hey! Hallo! Was heißt denn hier Burr? Frechheit! Feine Nase! Ich habe noch nie einen so hochnäsigen Türsensor gesehen. Ah, guter Witz! Lass mich rein! Leer. Von dem Vogeldreck mal abgesehen. Go, go, Rufus Gummiarm. Go, go, Rufus Gummiarm. Ich glaub das immer. Was? Kade, was haben wir noch? Kübel voll Erde. Na super, noch mehr Dreck. Ja, kannst du von da aus mit dem. Go, go, Rufus Gummiarm. Achso, das ist ein One Piece Easter Egg. Rufus Ruffy, ah. Ich sehe die Connections. Man ist aber wahrscheinlich nicht rankommen, oder was? Go, go. Ja, okay, okay. Okay. Wen haben wir denn da hinten? Baum. Glatzmatz. Wer benutzt denn da einen Spaten zum Harken? Ach, seht nur, Kinder. Es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Oh, schön. Ich muss zugeben, diese Stelle... Diese Stelle kannte ich schon. Aber der gute alte Glatzmatz. Wer benutzt denn da einen Spaten zum Harken? Ach, seht nur, Kinder. Es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Okay, ich nehme mal an, die stinken einfach zu sehr. Wir müssen irgendwie die Nase von unserer Elitärität, von unserem elitären Auftreten überzeugen. Ja. Dunkle Gasse und in den Hafen. Dunkle Gasse waren wir da schon? Ist es vor dem beim Dock da? Nee, hier waren wir noch nicht. Da, 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 da. Ruh, Rufus. Ruh, Ruh, Rufus. Ruh, Rufus, super duper Dufus. Ach, man kann über diese Schwarzmarktpenner sagen, was man will. Aber sie verstehen was von guter Musik. Du, 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 du. Tür, Kiste, Augen im Müll. Es scheint sich um eine Schrottgrabenkolonie zu handeln. Goldig. Wieder ein Schrottgraben. Sie ist leer, wenn man mal von dem ganzen Ungeziefer absieht. Ja, nimm das mit. Oh. Muss ich etwas spionieren?
eine einsame Tür in einer dunklen Gasse. Wohin sie wohl führt? Ich hab fast schon gedacht. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Ist es wohl? Ist es nicht. Das geheime Klopfzeichen geht. Hehe, du Trottel. Jetzt hast du's verraten. Lass mich rein. Erst das Klopfzeichen. Na gut. Darf ich jetzt rein? Nein, warte. Ich habe mich vertan. Das war das alte Klopfzeichen. Was? Ich weiß. Eine Schande, dass wir es geändert haben. Ich konnte es mir viel besser merken. Trotzdem, wir benutzen jetzt das neue Klopfzeichen. Und wie geht das? Das ist geheim. Verdammt. Was würden wir nochmal machen? Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Verdammt. Also wir müssen anscheinend irgendwie ein Person ausfindig machen, die jetzt dahin geht, die das geheime Klopfzeichen kennt. Ja, und jetzt? Jetzt weiß ich nicht, was ich machen muss. Wo fangen wir denn an? Klopfzeichen können wir nicht. Dingens geht nicht. Der will irgendwie auch nichts singen. Komischerweise. Was ist denn, wenn ich mit dem Eimer die ganzen Sachen hier aufsammle? Die Eier da, die konnte ich irgendwie. Da. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was. Willst du denn sonst die Kacke mitnehmen? Notenständer, Stoßstange. Gondolino, sing doch mal. Was für ein Weltfremder. Konnte er keinen von. Huhu, Parejo? Parejo? Du ja. Bist doch so eine Art. Was willst du? Ich kenne deine. Das hatten wir. Anstacheln. Ich kenne. Du bist verliebt. Dann musst du machen sie. Bambinas, Timidas. Suchen Aventuras. Kolumbo. Du meinst, sie steht auf. Auf Schurken. Schüchterne, leicht naive und elegante Hochklassische. Schüchterne, leicht naive ist das bisschen Baby-Goal. Sportlich temperamentvoll und elegant hochklassig. Okay. Du bist verliebt. Dann musst du. Romantischer Abend. Ich brauche da. Du mich auch. Okay. Sing dir mal was. Kannst du nicht mal was. Oh, mas fortunamente. Aber leider. Ich habe nur das eine Notenblatt. Nicht alles. Ach, nichts. Hier, nimm nur mal das hier. Wie wär's, wenn du mal zur Abwechslung was anderes spielst? Hier. Das Paarungslied der Schrottkrabben. Magnifico! Endlich eine Canzone. Molto romantico. Und solange sind keine Schrottkrabben in die Nähe, ist non pericoloso. Mille grazie. Hä? Was? Singt ihr jetzt mal was anderes? Was habe ich denn hier sonst jetzt noch? Hat der Schrottlawinen-Tarantella. Ja, sing die doch mal. Wie wär's hier? Die Schrottler. Das ist aber nicht besonders romantico, aber. Va bene, ich werde geben meine Bestes. Ja. Was ja nicht viel ist. Okay, der ist jetzt darauf eingestellt. Wir müssen jetzt noch irgendwas triggern, dass da, dass der spielt. Nur was? Da haben wir noch das naive Mädel, da haben wir den Rasierfisch, warum auch immer. Das soll ein Rasiermesser? Also für mich sieht. Guck mal den Haken an den Fisch, ne? Diesen Fisch werde ich mit bloßen Händen fangen. Bozo, helfe mal. Hallo, Bozo. Man hätte auch, glaube ich, so ein Temperament von der Frau gehabt, ne? Irgendwas ist bei der Operation schiefgelaufen. Meinst du? Für mich sieht sie ganz fit aus. Körperlich ist bei ihr auch alles bestens. So, boom, tschakka, tschakka, boom, yeah. Aber ihr Oberstübchen ist mehr so. Verstehst du? Gewisse Leute hier haben Probleme mit ihrem Oberstübchen. Das verstehe ich.
Ja. Ihr Bewusstsein wurde in drei Teile gespalten. Jetzt muss ich jede einzelne von den dreien überzeugen, für einen weiteren Eingriff zurück ins Labor zu kommen. Deine Freundin gibt es jetzt dreimal? Übernimm dich mal nicht. Eine Frau zu handeln ist ja schon schwer genug, aber gleich drei? Ich schaff das schon. Was wolltest du vorhin sagen? Ging es um ein ganz spezielles Enter-Manöver? Was? Was wolltest du vorhin sagen? Ging es um ein ganz spezielles Enter-Manöver? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Mal wieder. Ach, mach mir doch nichts vor. Ihr Piraten seid doch alle gleich. In jedem Hafen eine. Und ständig auf der Suche nach neuen Häfen, nicht wahr? In keinster Weise. Obwohl... Ha, wusste ich's doch. Meine Bambina wohnt hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich zählt. Wir waren nur 2 Tage zusammen und... Und sie hat dich abblitzen lassen. Und sie hat mir die ganze Zeit eine Pistole an den Kopf gehalten. Ah, ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Ich glaube, die Krawallgol. Ich glaube, Krawallgol steht auf mich. Krawallgol? Ja. Weil sie echt was drauf hat, verstehst du? Scheinbar ist ihr ganzes Temperament auf einer Datasette gelandet. Oh je, dann sei lieber vorsichtig. Glaub mir, ich kenne die Sorte Frau. Wenn man weiß, wie man mit ihnen umgehen muss, können sie ganz zahm und verspielt sein. Aber eine falsche Bewegung, ein falsches Wort und sie fahren ihre Krallen aus. Ich muss ihr jetzt aber keinen Kratzbaum kaufen, oder? Das Einzige, was hilft, sind die richtigen Worte. Bei meiner Bambina war es genau so. Ich musste nur den einen entscheidenden Satz sagen und zack, schon wurde aus dem Tiger ein zahmes Hauskätzchen. Warum seid ihr dann nicht mehr zusammen? Naja, ich wurde heiser und sie kam schneller an den Waffenschrank als ich zur Tür. Oh. Die mysteriösen Worte. Also der Bose, der hilft uns bestimmt, der ist ein richtiger Weiberheld. Aber wie er uns hilft, das sehen wir erst in der nächsten Folge von Chaos auf Deponia. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Tschüss.